Pandemiezeit, ne? Pandemiezeit hieß bei mir aufräumen. Ne? Aufräumen. Und da fand ich oben auf dem Dachjuwelen bei einer Schublade, da habe ich so eine große Schublade, da liegt der ganze Krempel hin, wo man nicht mehr weiß, etc. Und da fiel mir eine Münze in die Hand. Und die Münze. Und die Münze trug mich zurück in die 50er Jahre, als ich seinerzeit auf den Rahen der Flying P-Liners, also wie die Passat, Pamir, Preußen, von der Leis-Reederei in Hamburg, als ich da rumturnte. Und wir kamen zurück von Chile, Westküste. Hallo ihr beiden, ihr Süßen. Wir kamen zurück von Chile, Westküste und mussten noch, haben am Rio de la Plata festgemacht, wir mussten noch Frischfleisch bunkern in Form von Schweinen. Und da hat mir so ein altes Mütterlein aus der Hand gelesen und hat mir hinterher diese Münze verkauft. Es tut mit den Worten Estramos de Lucio Cambienos. Was heißt, wir sind immer unterwegs. So. Und jetzt ließ dieser Satz noch ein bisschen auf sich wirken bei mir in der Pandemie. Und ich habe ein Stück geschrieben, das habe ich ja auch hier, das heißt Montevideo. Das heißt, eigentlich heißt es unterwegs nach Montevideo, Untertitel und kein Ziel in Sicht. Das ist ein bisschen melancholisches Thema im Grunde. Und dann, und jetzt hört genau zu, als ich das so geschrieben habe, da fiel mir Gott sei Dank noch ein Passwort in den Schoß. Und seitdem muss ich sagen, lebe ich sorgenfrei. Und wisst ihr, was das Gute ist? Das Passwort gebe ich euch jetzt weiter und mal sehen, ob das bei euch auch klappt. Wir sind immer unterwegs mit Passwort. Das Lied heißt Montevideo. Weil immer den Nasen. Wie der Wind es will, hängt eine Fahne im Mast und die Wäsche auf der Leine. Und dein Passwort angewinkt, wenn du eine Kutterpflaume hast, dann geht manches von alleine. Wenn der Wind plötzlich dreht, das könnte ein Zeichen sein. Mit einem extra Schein, wie der Ortsvogel, wie vor dem Rüben der Zwerg, so stehen wir vor dem Leben. Mal ein kleines Glück, wenn du dich tief spürst, und manches geht daneben. Und dann heißt es plötzlich, klar so, wenn der dann sei dafür bereit.
guter Laune. Dafür steht die Kutterpflaume. Nach Montevideo. Dann irgendwann hast du genug davon, bin zurück ins normale Leben, wo nicht alles gelingt und der Tag verbringt mit normalem Geben und Nehmen, wo die Sonne scheint auf alles, was sich bewegt. Immer